Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 1. Mai 2018? Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Stier. Das wirkt natürlich gerade bei den Stiergeborenen. Sie möchten die Wahrheit sehen, wahrgenommen werden, brauchen Klarheit, Orientierung. Unser Planet Erde bewegt sich in Tierkreiszeichen Skorpion. Das wirkt selbstverständlich auch für die Skorpiongeborenen. Die Materie, die materielle Sicherheit. Etwas befestigen, dieses Gefühl zum Haben, einen festen Boden unter den Füßen. Vollmond ist vorbei und hat die abnehmende Mondphase begonnen. Im Allgemeinen können wir sagen, das eignet sich dafür, etwas beginnen, was abnehmen soll, wie zum Beispiel abnehmen oder von etwas verabschieden, loslassen. Aber wir sollen auch informieren, welche Mondenergie haben wir in einzelnen Tagen. Nicht jeder Tag eignet sich wirklich dazu. Ein Halbmond ist nicht unbedingt das günstigste Tag, weil da entstehen Hindernisse und wir sind in Disharmonie und verlieren wir den inneren Gleichgewicht. Aber der heutige Tag ist auf eine angenehme, harmonische Mondenergie, also das eignet sich dafür, wirklich etwas starten, was abnehmen soll, wie zum Beispiel ein Diät beginnen. Dem heutigen Tag, Vormittag, verspüren wir noch eine gewisse innere Unruhe oder Nervosität. Bis Nachmittag beruhigt sich das alles. Heute können wir etwas klären aus der Vergangenheit und gleichzeitig sind von etwas begeistert. Etwas Neues, kommen neue Eindrücke und wir sind gerade im vollen Tatendrang und Optimismus und wir planen, was soll passieren in den kommenden Tagen und Wochen. In der Liebepartnerschaft verspüren wir noch eine gewisse Unsicherheit oder Zweifel, das sollen wir aber überwinden. Da empfehle ich die Aventurin, das ist diese grüne Stein, dieser grüne Halbedelstein. Was bewirkt Aventurin? Das schenkt uns die inneren Gleichgewicht. Dann hat ein Zugang zu unseren Träumen, verstärkt unsere Träume, hilft die Träume zu verstehen oder hilft dabei, unsere Träume im Tat umsetzen, in Realität. Dieser Halbedelstein hilft dabei, die psychosomatischen Störungen aus der Kindheit bewältigen und schenkt uns Lebensfreude und Humor und schenkt uns auch Glück. Das ist nämlich ein Glückstein und der Name Aventurin bedeutet übersetzt auch Glück. Befreit uns von Sorgen und es ist gut auch für die Haut, weil das ist auch ein Heilstein. Und wie sollen wir entladen und aufladen? Einmal im Monat sollen wir mit fließendem Wasser entladen und mit Sonnenenergie aufladen. Gleichzeitig können wir auch zusätzlich mit Mondenergie aufladen, aber immer berücksichtigen, wo bewegt sich gerade den Mond. Heute bewegt sich noch im Tierkreiszeichen Skorpion, aber übergeht in Tierkreiszeichen Schütze. Es sind Themen, die Skorpion-Energie, natürlich stärkt die Sexualenergie. Bei Skorpion haben wir auch das Transformation, das Loslassen, Prozess. Also da in diesem Themen kann natürlich das Mondenergie aufgeladen werden und wenn die Mond übergeht in Tierkreiszeichen Schütze, dann heißt es Themen wie ein Studium oder Themen eine Reise oder Kontakte im Ausland.
Und welche Einflüsse haben wir noch von Sternen? Mond bewegt sich in Tierkreiszeichen Skorpion und bekommt einen Einfluss von den südlichen und nördlichen Schale, so heißt dieses Sternbild. Und das haben die Römer eingeführt als Tierkreiszeichen Waage, aber das ist die Schere des Skorpions. Wenn wir von Seite die Skorpion betrachten, wenn wir von Seite der Jungfrau betrachten, dann ist das die Waage, was die Jungfrau im Hand hält und so entstand auch die Tierkreiszeichen Waage. Also früher gab es diese Tierkreiszeichen nicht, das haben die Römer eingeführt. Und Waage, das ist das innere Gleichgewicht oder etwas abwiegen, etwas vergleichen, etwas ausgleichen oder handelt sich auch um Gerechtigkeit oder eine rechtliche Lage. Passt auch ganz gut jetzt zu dem Skorpion-Energie, weil Jupiter bewegt sich auch gerade in Tierkreiszeichen Skorpion und der Planet Jupiter ist das Glücksplanet, aber hat auch mit Gerechtigkeit etwas zu tun. Unukalhai bestrahlt auch die heutige Mondbewegung und es ist das Herz der Schlange. Welche Schlange ist es? Der Schlange, was der Schlangenträger im Hand hält. Und da sollen wir vorsichtig sein, weil die Schlange wird immer mit Lügen in Verbindung gebracht. Und wir sollen heute auf den Informationen hören, welche Nachrichten erhalten wir gerade. Natürlich kann das im privaten Bereich sein, dass wir eine Information bekommen oder eine Nachricht. Dann sollen wir überlegen, ob das wirklich die Wahrheit entspricht oder ist das eine Täuschung oder Vortäuschung. Oder das kann natürlich auch in Medien bei diesen Nachrichten auch handeln, dass wir das sortieren sollen, aussortieren, wo liegt die Wahrheit und wo liegt die Fälschung. Agena bestrahlt auch die heutige Mondbewegung und Agena ist ein Zeiger und zeigt in Richtung des Kreuz des Südens und diesem Sternbild Kreuz des Südens befindet sich im Süd oder sichtbar, ist sichtbar von Südhalbkugel und in diesem Sternbild befindet sich die Südpol. Und diesem Sternbild das Kreuz des Südens hat religiösen Themen und spirituelle Themen und Agena, diese Zeiger, zeigt in diese Richtung und das ist für uns viele eine Botschaft, wir sollen in diese Richtung uns bewegen. Und das sind die Einflüsse von Sternen und wie wirkt das die einzelnen Tierkreiszeichen. Aber bevor ich beginne, die einzelnen Tierkreiszeichen zu erwähnen, möchte ich noch eine Geschichte erzählen, wenn wir schon bei Schlange sind. Wer ist diese Schlange und Schlangenträger? Apollo war bei der griechischen Mythologie die Sonnengott. Und Koronis war eine wunderschöne Frau. Und Koronis verliebte sich an Apollo. Und ihr Bruder sagte, sei vorsichtig mit dieser Liebe. Weißt, Apollo, dieser Sonnengott, der hat immer diese Ausstrahlung, immer diesen Glanz. Er steht immer im Mittelpunkt und du als seine Geliebte stehst immer im Schattenseite. Koronis hörte nicht an ihr Bruder und diese Liebe wurde wahr. Koronis verliebte an Apollo und sie haben eine Beziehung miteinander gehabt. Koronis aber musste erkennen, dass ihr Bruder recht gehabt hat. Apollo hat immer die Licht eingenommen und Apollo wurde überall wahrgenommen in diesem Glanz und Koronis wurde immer übersehen. Und Koronis suchte die Bestätigung. Wollte auch wahrgenommen werden und suchte andere Männer und sie ist fremdgegangen. Apollo hat das erfahren, dass Koronis seiner Liebe fremdgegangen ist und tötete Koronis. Vor Koronis starb, erzählte zu Apollo ein Geheimnis, dass sie schwanger ist, schwanger von Apollo.
Koronis starb, aber das Kind wurde geboren und das ist der Schlangenträger. Und dieser Schlangenträger oder Asklepios wurde von Chiron großgezogen. Also Chiron wuchs auch bei Apollo auf und Chiron war der große Heiler, beherrschte Musik, Kunst und auch die Heilkunst und Chiron hat diese ganze Wissen weitergegeben an den Schlangenträger, an den Asklepios. Asklepios wurde Arzt, das ist der himmlische Arzt, und rettete ein Kind. Dieses Kind war der Sohn von dem König und er ist in einen Honigtopf gefallen. Und Asklepios heilte dieses Kind. Aber er musste eine große Entscheidung treffen, eine wichtige Entscheidung. Es gab zwei Schlangen. Die eine Schlange trägte die Heilkräuter in sich, der anderen Schlange trägte das Gift in sich und Asklepios musste eine Entscheidung treffen, mit welchem Heilmittel oder Gift heilt dieses Kind. Zum Glück hat Asklepios die richtige Entscheidung getroffen und so rettete das Kind. Und so wurde das alles im Himmel gesetzt. Diese Geschichte hat eine symbolische Bedeutung. Eine Lüge kommt immer schön verpackt. Man könnte sagen, Honig süß. Wenn wir das glauben, dann fallen wir auch in diesem Honigtopf und sind wir Kind. Und wenn wir erkennen, dass das eine Lüge ist und kommt wie ein Gift, dann haben wir auch die Erkenntnis, haben wir alles durchgeschaut und so können wir die richtige Entscheidung treffen. Und jetzt schauen wir die einzelnen Tierkreiszeichen. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen kommen wichtige Entscheidungen, auch schicksalhafte Ereignisse. Es kommt etwas, es kehrt etwas zurück von Vergangenheit. Entweder eine Person von der Vergangenheit oder Themen von Vergangenheit und es klärt sich auf. Die Stiergeborenen werden wahrgenommen, aber sie sollen auf dem inneren Gleichgewicht achten, die Ruhe bewahren und natürlich auch die richtigen Entscheidungen treffen. Aber es klärt sich etwas auf und es hat mit Vergangenheit zu tun. Und bei Stiergeborenen kommen schicksalhafte Veränderungen, mehr Klarheit, mehr Orientierung. Bei Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen ist ein wichtiges Thema die Liebe, Partnerschaft. Weil etwas ist noch unsichtbar, das macht die Zwillingsgeborenen unsicher. Sie fangen an zum Zweifeln und sie sollen diese Zweifel überwinden und in Leichtigkeit bleiben, weil in den kommenden Tagen kommt schon die Ergebnis, es macht sich etwas sichtbar, greifbar. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen ist ein wichtiges Thema, die eigenen Zuhause. Entweder sie ziehen sich zurück oder ändert sich etwas im wohnlichen Bereich, wie eine neue Einrichtung oder ein Umzug ist auch möglich. Die Kontakte kommen von Verwandtschaft oder von Nachbarschaft. Aber die Krebsgeborenen sollen immer noch darauf achten, wo setzen sie ihre Kraft ein. Wenn das zu viel ist oder zu viel Besuch oder zu viel Terminen, dann wird das stressig sein und dann verlieren die Krebsgeborenen die inneren Gleichgewicht und führt zu Erschöpfung. Also das im Gleichgewicht halten, im Ruhe bewahren, alles überlegen, wo setzen sie die Kraft ein, nicht zu viel, nicht zu wenig. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen ist auch ein wichtiges Thema, das eigene Zuhause. Entweder brauchen sie die Ruhe, dieser Rückzug oder ändert sich etwas in wohnlichen Situation. In der Liebepartnerschaft haben die Löwengeborenen Glück. Es ist sogar möglich, karmische Begegnungen, weil Karma spielt eine große Rolle bei allen Löwengeborenen. Eine gute Nachricht ist auch zum Erwarten. Und in den kommenden Tagen kommt auch die Begeisterung, auch die Veränderungen. Die Tierkreiszeichen Jungfrau geboren haben ein gutes Gefühl. Es
kommt etwas im Fluss und die Jungfrau geboren haben auch die Kraft und sie bekommen ihren Rechte oder eine rechtliche Situation klärt sich auf. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen ist wichtiges Thema, Liebe, Partnerschaft, aber auch die berufliche Situation. Momentan fühlen sie sich wie beengt, entweder geht nichts voran oder bekommen zu wenig Anerkennung oder haben sie vor eine berufliche Veränderung, sie sind unzufrieden im Beruflichen und suchen einen Ausweg. Viele Wagengeborenen haben Angst von diesen Veränderungen, aber es wäre jetzt gerade wichtig, auch den richtigen Augenblick, den richtigen Zeitpunkt, Bewerbungen schreiben und darum kümmern, dass etwas beruflich verändert oder im bestehenden Arbeitsplatz die Gespräche suchen, etwas klären. Die Tierkreiszeichen Skorpion geboren ist wichtiges Thema Liebe, Partnerschaft, aber nicht nur das, sondern auch die berufliche Situation. Und es sind gute Einflüsse, gerade es klärt sich etwas auf, sie haben Kraft und Mut, etwas zu verbessern, auch in die Liebe, Partnerschaft, aber auch in beruflichen Situation. Die Tierkreiszeichen Schützen geboren kommt in die kommenden Tagen etwas in Bewegung und Veränderungen sind zum Erwarten. Auch eine gute Nachricht ist unterwegs. Aber wichtig wäre die liebe Partnerschaft und nicht nur warten und Erwartungen haben, sondern auf andere zugehen, Interesse zeigen, Gefühle zeigen, weil so kommt das im Gleichgewicht. Die Tierkreiszeichen Steinbock geboren haben Wünsche und Ziele. Langsam klärt sich alles auf. Vieles kommt von der Vergangenheit, entweder die Erinnerungen oder Themen von Vergangenheit oder eine Person meldet sich wieder von Vergangenheit und klärt sich etwas auf. Wichtiges Thema ist noch die Berufung und eine Reise oder Kontakte im Ausland. Die Tierkreiszeichen Wassermann geboren fühlen sich nicht so wohl heute, aber ein bisschen Geduld, weil in den kommenden Tagen kommt wieder die Begeisterung, ist die Kraft wieder da, auch ein beruflicher Aufstieg und Glück in die Liebe, Partnerschaft und eine gute Nachricht. Die Tierkreiszeichen Fischen geborenen ist alles im Fluss. In den kommenden Tagen werden ein bisschen unsicher oder müde sein, aber Geduld, weil dann kommt wieder die Kraft und auch ein beruflicher Aufstieg ist gerade möglich. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen haben das Gefühl, es ist alles so beengt, sie suchen neue Ideen, möchten neue Ideen umsetzen oder wünschen sich Veränderungen, aber sie wissen noch nicht, welche Richtung und sie suchen auch die Kontakte und die Gespräche. In die liebe Partnerschaft haben die Wiedergeborenen Glück. Und das war mein Tageshoroskop. Und zum Letzt erkläre ich, was bedeutet eine Blitzberatung. Es sind E-Mail-Beratungen. Und das heißt, Sie schreiben mir ein E-Mail, beschreiben Sie Ihre Lebenssituation und stellen Ihren Fragen. Ich beantworte diese E-Mails blitzschnell. Noch im selben Tag, alle spätestens nächsten Tag bekommen Sie schon eine Antwort. Mein Honorar beträgt bei Blitzberatungen pro Frage 10 Euro. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@dendera-susanna-medici.com. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.